Jo Leute, willkommen zurück zu Star Wars Empire Tour. Ja, ich habe letztes Mal auf Probleme mit der Aufnahme gehabt. Ich hatte jetzt die Schlacht jetzt hier nicht aufgenommen. Ja, OBS hat ein bisschen gespackt. Jetzt habe ich es wieder, also ich habe nur die Raumschlacht gemacht und ich habe ein paar Schiffe hier angefangen zu bauen. Von daher habt ihr nichts verpasst. Da war nur ein Secutor und ein bisschen Kleinzeug. Von daher nichts Besonderes. Gut, wir machen jetzt erstmal weiter hier. Müssen ja unbedingt hier mal die Flotten wieder ausbessern. Ich habe ja dann hier ganz viele E-Wings überall am Produzieren. Da und hier. Oh ne, hier habe ich auch ein paar Schlachtschiffe hingesetzt. Damit wir diese Flotte hier wieder zusammenkriegen. Also damit wir wieder eine starke Transkription Flotte wieder abgeschlossen. zusammenkriegen, meine ich. Und da können wir eigentlich mal hier Geschwader hier. K-Wings. Machen wir die erstmal dahin. Wie sieht's hier hinten aus? Geschwader hier. Einheit wird produziert. Okay, wir bauen hier hinten Schiffe, das ist gut. Wie sieht die Flotte hier aus? Okay, ihr habt genug. Das heißt, ihr könnt schon mal hier hochkommen. Ah, genau. Wie sieht es denn hier aus? Okay, ihr kriegt Schlachtschiffe. Gegnerische Flotte im Anflug. Axila, ach so, ihr habt gar keine Bedrohung hier gerade, ne? Dann können wir euch eigentlich mal nach Kaschik schicken. Wer hat jetzt. Ah, die hier schon wieder. Machen wir das denn jetzt? Scheiß Imperium nervt, ey. Ja, ich muss irgendwie. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen was anders. Jawohl. Schicken mal ein bisschen die kleinen Sachen hier. Wir schicken die Flotte nach hier auf Itor. Koordinaten empfangen. Wir sind unterwegs. Und dann, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das dann weitermachen. Geschwader hier. Konstruktion abgeschlossen. Weil ich möchte ja wenigstens noch eine Flotte Konstruktion dann haben, um hier abgeschlossen. diese beiden Planeten hier einzunehmen, Geschwader Kaschik hier und so weiter. abgeschlossen. Gut. Mal ganze Flotten dahin schicken, aber ich glaube, die brauchen ein bisschen länger als die Flotte, die wir haben. Ja, alles ist schon da, Konstruktion das ist gut. abgeschlossen. Was haben wir hier? Ach so, mit Luke Skywalker. Na ja, komm, geht mal nach Sofort. da. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ah, guck mal hier, der Titan. Na gut, dass wir gerade die Flotte hingeschickt haben. Das sind die Titankreuzer. Und ein paar von diesen anderen Gedöns. Den Tarn Falk Class Carrier und diesen einen Helden da. Ich meine aber, der war nicht stark. Das einzige Bedrohung ist hier der Titankreuzer. Verstärkung unterwegs. Einsatzbereit. Kreuzer in Bereitschaft. K-Wing reporting. Moving Kreuzer out. meldet sich. Wählt eure Achso, hier sind die Verstärkung. anderen K-Wings, okay. Wir können anfangen. Waffen aufgeladen. Dann natürlich ärgerlich, dass jetzt nur zwei draußen sind. Waffen einsatzbereit. Wählt eure Ah, Verstärkung. wir machen sie alle eine ganze Menge Verstärkung noch hier. Die Flotte echt so groß, können Bereit. wir sie gleich eigentlich wieder wegziehen. Jawohl. Oder vielleicht aufteilen, vielleicht sogar noch besser. Y-Wing-Geschwader hier. Y-Wing in Bereitschaft. Ich sollte jeden Augenblick da sein. Von Ja, erstmal ein bisschen Kalamari-Kreuzer hier hier. positionieren. Der Geladen geht und natürlich nach bereit. hinten. Gibt es eigentlich irgendwelchen Von Bonus hier? Kalamari-Kreuzer bereit. Nee. Egal, dass wir den Gegner hier rankommen. Und dann. Muss mal gucken, wie machen wir das denn mit dem Titan? Geschwader hier. Der kann sich ja unsichtbar Eure machen. Befehle? Ich weiß nicht, ob man das A-Wing-Geschwader irgendwie hier. Aufbau aufhalten bereit. kann mit diesen Ionenschüssen. Das kann ich Erwarte mal gleich Befehle. probieren. Dass er sich nicht unsichtbar machen kann. Weil das ist kacke, weil man schießt den runter, dann macht er sich unsichtbar und dann Reporting. zieht er sich zurück. Und das nervt halt die ganze Zeit, diesen Scheiße. Bomber hier. Deshalb mal gucken gleich. Wir können gleich mit den K-Wings erstmal direkt den Schildgenerator zerstören. Ich mal weiß nicht, ob der zwei oder einen hatte. Braucht man einen Speer. In Bereitschaft. Gegner Naja. ergreift Waffen voraus. Nehmen wir ihn schon? Roger, bestätigt. Das ist irgendwo da unten, ne? Information. Da ist der Titan. Ja. Erwarte Befehle. Gut, dann machen wir es Flight erstmal direkt. Ihr schießt den Crew is ready. Schildgenerator We've got the kaputt. firepower. Verstanden. Und die Systems check. Habe anderen verstanden. Missiles prepped and ready. K-Wings. Hat der einen Hangar? Da. Nee. Man kann den Hangar nicht von denen kaputt machen. Wow. Dann schießen wir auf den Arm da. missile tubes.
Und der Rest kann eigentlich eine Angriffsbewegung hier machen. Jawohl, Commander. Bereit. Und die ganzen Y-Wings, ja, wir können das mal versuchen, dass die... hat das jetzt geklappt? Ja. Mal machen wir das so. Irgendwas, was wir eigentlich nicht mehr brauchen, was wir nach vorne schicken können. Waffen aktiviert, erwarten Befehle. Ja, kommt hier mal her, ihr habt ja ein bisschen mehr Reichweite. Feind erfasst, eröffnen Feuer. Oh, jetzt schießt aber nicht über eure ganzen Raketen daneben. Kreuzer meldet sich. Squadron, four of us. We can handle that. Er geht auch mal dahin. Wer weiß, ob die. Ah, ne. Schaffen das doch. Squadron leader here. Na, das reicht vielleicht nicht, ne? Na doch, das reicht. All boys are ready. Schießt man damit drauf. Den Ionen auf, das betäubt ja die Schiffe ein bisschen. Flight crew ready at your disposal. Und jetzt zieht euch mal so. Aber wir können, brauchen die ja nicht opfern, die haben jetzt ihren Sold erfüllt. Vielleicht können wir nachher nochmal gebrauchen. Auf Kampfstation und bereit. Ja, und ihr schießt eigentlich. Ich will diese ganzen kleinen Kreuzer hier kaputt hier haben, diese Fight-Class, damit er nicht mehr viele Jäger bekommt. Sauber nach vorne kommen. Waffen einsatzbereit. Bereit. Na, der hält es schon weg, aber ich habe gesagt, ich habe damals schon gesagt, der ist nicht wirklich stark. Ich kann mal mit da drauf schießen. Wir beginnen unseren Zielangriff. Ich brauche hier Hilfe! Das kann von denen ey, hält aber ordentlich was aus, ne? Meiner wäre schon irgendwie dreimal verreckt, weil er ja ziemlich schwach ist. Auf Kampfstation und bereit. Ja, dann schießt jetzt mit da drauf und das war's eigentlich schon, ne? Dann müsste ich nur eigentlich nur den jetzt zerstören. Aber da kann sich ja wie gesagt unsichtbar machen. Haben wir noch Bomber hier? Hier B-Wing. Nähere mich dem Gegner. Mach mal diese scheiß Bombe kaputt, bevor ihr wieder alle so ewig umzappeln seid. Ja, lass mal noch ein paar Träger rausholen. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt auf einmal so viel verloren haben. Wahrscheinlich für Jäger, ne? Warum geht eigentlich? Das kriegen wir noch ein bisschen mehr. Junge, mach doch endlich mal diesen Fallglas kaputt. Wie viel hält er denn aus? Das ist aber nicht mehr witzig gerade. Frequenz offen. Erwarten Flottenbefehle. Beschleunigen auf volle Kraft. Viele nähern sich schnell. Also, wir haben sogar noch die verbesserten Laser hier. Sie kommen wieder nicht verloren. Beschleunigen auf volle Kraft. Vorsicht, Information. Hey Wayne, clear? Y-Wings. Schießt mal damit drauf. Und der Rest kann ich wieder ihre Ziele selber suchen. Scharf. Melde mich wie befohlen. Erwarte Befehle. Ich denke, schießen oder ist das so weit weg noch, ne? Angriff. Mach mal den mit hier kaputt. Das dauert ja ewig hier. Und Kalamar-Kreuz braucht ewig, um diesen Kack hier zu zerstören. Junge, 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 Junge. Meiner wäre schon irgendwie in Sekunden kaputt gegangen. Das Imperium gespielt haben, da sind die ziemlich schnell draufgegangen, aber hier euch klar und deutlich. Dauert alles immer Jahre. Ja, Sir. Vorsicht hinter euch. Halt jawohl, Commander. Muss da ändern. Das Problem ist ja, wie gesagt, der hat ja auch keinen Antrieb hier. Ich habe Information. Bereit. Wir haben doch noch Y-Wings, ne? Ups, nein. Ah ja, siehst du, wie das meint jetzt? Macht er sich einfach unsichtbar und das war's. Hast du diese Scheiße? Und das ist so unfair, Alter. Mit diesem Müll. Scheuert, ne? Wenn die Schlachtschiffe daneben setzen. Aber der hat sich ja eh unsichtbar gemacht. Das bringt ja eh nichts. So ein Müll, ey. High Phantoms kriegt ihr ja trotzdem noch. Ich brauche Hilfe! Ja. Einfach abbauen. Ich habe ja gesagt, ich finde diese Scheiße so unfair. Was haben wir denn so viel verloren?
Echt um K-Wings? Ich dachte, wir hätten die. Haben wir die nicht gerettet? Merkwürdig. Naja. Einheit wird hergestellt. Dann bauen wir auf Mikre hier eben noch Schiffe und dann bauen wir hier noch eine neue Flotte dann. Ja, was? Die kann jetzt eigentlich nicht hingehen dann. Ah, jetzt haben wir noch eine Flotte hingeschickt, ne? Fregatte in Bereitschaft. Konstruktion abgeschlossen. Ah, da wollen wir welche. Produziert. Stimmt, wir wollten den ja auch mal bauen, ne? Geschwader hier. Wo ist eigentlich. Haben wir die nicht. Fregatte in Bereitschaft. Ah, hier. Das habe ich. Na. Egal. Geschwader hier. Konstruktion abgeschlossen. Geschwader hier. Dann nehmen wir die Flotte jetzt hier und greifen mal Umbara an. Ich glaube, diese Flotte sollte jetzt erstmal hier reichen. Aufbau beginnt. Wenn wir den noch das Schlachtschiff hier schicken. Fregatte ist unterwegs. Hier natürlich Aufbau weiter die Raumstation beginnt. Aufrüsten für EP, wollte ich gerade sagen. Für mehr Einheitenkapazität. Gebäude wird errichtet. Ja, geh mal da. Also haben wir nicht mehr genug Einheitenkapazität. Dann können wir irgendwo noch Raumstationen aufbauen hier hinten, ne? Ja, kann er wieder einbauen. Weil ich krieg die ja nicht kaputt. Oder haben wir den vielleicht kaputt gekriegt, wurde nicht angezeigt? Ja. Naja. Kann man jetzt auch nicht ändern. Ja, wir wollen jetzt erstmal Umbara angreifen. Und lass natürlich erstmal die Schiffe produzieren. Die Flotten brauchen wir aber noch ein bisschen Jäger hier, deshalb bauen wir mal gleich noch welche. Fahrzeug wird produziert. So, und jetzt sind wir eigentlich so gut wie voll von einer Kapazität. Geschwader hier. Taktisches Gefecht steht. Da machen wir diese beiden kleinen Planeten hier noch. Bringt das eigentlich nicht, also wir kriegen ein bisschen Geld dadurch und eine, aber das Wichtige ist halt einer Kapazität im Moment. Ah, jetzt sehen wir erstmal die Nebula-Schiffe, ne? Hier. Empfang war gestört, bitte wiederholen. Hallo, ich habe auf die Nebula gedrückt. Bestätige Empfang. Ja. Ist halt ein gutes ja. Schlachtschiff, was wir jetzt erstmal haben. Die Sache gefällt mir nicht. Skywalker hier. Ja, Skywalker ist hier. Schlag und Boost Energy. Bringst du einen Bonus? Jawohl, Commander. Pilots. Okay, Geschwindigkeit, Schilde und Rüstung um 15%. Was kann ich tun? Ist nicht schlecht. Können wir ihn gleich hier drin. Das hat mich gerade gewundert, weil er nicht so geblinkt hat. Luke hier. Wo werde ich gebraucht? Die lassen wir hier hinten. Die brauchen wir natürlich nicht verlieren. Das wäre ja vollkommen unnötig jetzt. Und behalten wir lieber für größere Sachen. Wir sind in Position. Koordinaten empfangen. Wir sind. Keiner Kapazität verbraucht ja eigentlich. 20, okay. Ach stimmt, die haben auch hier, also schnellere Feuerrate, meine ich. Wir haben den Gegner ausgemacht. Ah ne, und hier auch diese Raketen, die fand ich ja schon geil hier. Was gibt's? Erwarte Befehle. Mach mal den da kaputt. Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Rot 5 bereit. Und zeig mal, wie viel Schaden macht ihr dann? Pass auf! Naja, geht so. Wir lenken ihr Feuer auf uns! Bitte Guckt euch mal eure Ziele selber. Fregatte unterwegs! Du machst die Raumstation kaputt, ihr solltet ja wieder ziemlich schnell drauf gehen. Ja, die Raketen finde ich geil, ne? Guck mal. Fliegen überall so rum. Ich glaube, dann kann man auch ziemlich gut Schilde zerstören. Na mal, na. Ende. Wir lenken ihr Feuer auf uns. Zeig mal eure erhöhte Feuerrate. Beschluss für maximale Feuerkraft. Zielerfassung bei maximaler Feuerkraft. Konzentriert das Feuer auf den Antrieb. Ja, geht so, ne? Auf Kampfstation und bereit. So krass. Skywalker hier. Wo ist Skywalker eigentlich? In Ordnung, ich werde mal versuchen. Ah, ich habe euch vergessen. Wo fliegt ihr eigentlich hin? Roger, bestätigt. Das ist ein Nachteil manchmal bei Gegner suchen. Unterwegs. Die dann irgendwo anders hinfliegen. Sie weiß aber fliegen sie immer auf den Gegner, aber irgendwie helfen. In dem Fall jetzt unterwegs. Nicht. Haben wir irgendwas verloren? Ich glaube ein paar A-Wings, ne? Euch.
Wir sind ja E-Wings, ne? Gut, E-Wings bringen die jetzt nicht schlecht. Wir sind auf Kampfstation. Brauchen wir nicht so viel kaufen, wenn wir so eine Flotte haben. Ja. Bereit, wenn ihr seid. Machen wir den Rest hier platt und dann war's mit Umbara. Dann können wir die Flotte für andere Sachen benutzen. Ich würde gerne das Imperium weiter angreifen. Dass wir vielleicht oben diesen Sektor im Norden der Galaxie angreifen. Und da Munulis nehmen, oder wie der Planet heißt, für mehr Geld. Obwohl Geld ist ja nicht gerade das Wichtige im Moment. Wir haben ja genug. Also nicht wirklich genug, aber es mangelt eher an Einheitenkapazität. Macht ihr jetzt mal den weg? Guck mal, wie viele Fighter ihr seid. Gegen einen V-Wing. Geht doch, ey. Wir haben so. Ah, lange Reich. Wir haben sie 8 davon verloren. Really? Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich kaufe mal neue nach hier. Da. Und dann gehen wir gleich direkt nach Kashyyyk weiter. Aufbau läuft. Und schnappen uns Kashyyyk auch noch. Und dann haben wir eigentlich, ne, so viele Dings gibt's auch nicht. Oh, guck mal hier. Habe ich ja gesagt, die Unterwelt hat schon die, Zusatzfraktion zurückgedrängt. Aber was man meinte, dass wir hier hingehen. Und es nach hier hin ausbreiten als nächstes. Aber nicht mehr in dem Part. Wir machen jetzt noch diese Schlacht und dann war's das für den Part. Mal gucken, ob ich noch ein Part aufnehme. Im Moment habe ich nicht so viel Lust auf Empire Dwarf. Habt ihr vielleicht gemerkt, ich lade nicht so viel gleich. Also mit längeren Pausen dazwischen immer hoch. Weil meistens habe ich immer so Lust, so ein bisschen zu spielen und dann erstmal wieder was anderes zu spielen. Ich spiele im Moment so viele unterschiedliche Spiele. Von daher, ich kann auch nicht mal so lange, stundenlang ein Spiel spielen. Wer belegt hat, wie lange man schon früher gesuchtet hat, kann ich auch gar nicht mehr. Wenn es heute nicht so viel am Regnen, dann würde ich sowieso heute auch ein bisschen rausgehen, aber Bock nass zu werden, so extrem. Wir empfangen euch klar und deutlich. Wir machen uns auf den Weg. Ist auch alles zu, heute ist ja Sonntag. Da sind sie. Skywalker hier. Mal gucken, vielleicht nehme ich gleich noch ein Part auf. Mal. Jawohl, Commander. Ich würde eigentlich euch gerne mit Skywalker zusammen haben. In Ordnung, sofort. Na, fliegt doch nicht so weit nach vorne, das lächelt mich tot. Achso, hier sind noch Bandenplanschiffe, habe ich gar nicht gesehen. Fregatte in Bereitschaft. Feuer eröffnen. Stimmt, habt ihr eigentlich schon gesehen hier, neue Battlefront da, dieses Classic Pack. Das ist ja ein ziemlicher Flop, habe ich gesehen. Sollte nicht so nah rangehen. Ich habe mir echt überlegt, ob ich mir das für Switch hole, wenn man das dann zusammen auf der Switch spielen kann. Das wäre mega geil. Und dann da hat mir mein Bauchgefühl gesagt, warte mal. Und was ist dann? Und dann ist es gefloppt. Hat sich auch grafisch kaum verändert, wenn man das mit anderen Spielen vergleicht. Zum Beispiel das Tomb Raider Remaster. Oder, ja doch, Remaster ist ja, Remake ist ja anders. Das ist ja ziemlich gut gewesen. Position bestätigt. Ja, bitte Befehle wiederholen. Auf jeden Fall, das war jetzt ziemlich gut. Besonders, man hat ja 3 Spiele bekommen. Muss man überlegen, 3 Spiele. Plus DLC, plus alle DLCs. Und ich habe, glaube ich, 25 oder so bezahlt. Ich habe es ja eigentlich schon ein bisschen eher gekauft. Dann habe ich Rabatt gekriegt. Und wie groß ist wie teuer war Battlefront? Maße 50 Euro, 60 Euro? Ich weiß gar nicht mehr. Und dann sind wir auch mega groß, ne? Wie groß haben sie gesagt? 60 GB oder? 60 GB! Wenn man sich die beiden Spiele so auf Steam kauft, ist man vielleicht mit 10 GB. Muss man sich mal überlegen, ey, also. Fand ich schade. Ich hab's echt gefeiert. Diese alten Battlefronts mit ein bisschen modernisierter Grafik wäre geil gewesen, aber. Ja. Nichts geworden. Oh, diese Raketen sind ziemlich gut auch gegen Jäger. Interessant. Really, wir haben trotzdem einen E-Wing verloren. A7. Kontrolle über den Planeten erreicht.
Gut, dann speichern wir zusammen und dann war's für den Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Mach's gut.